Jo, Freunde, also nochmal bei uns. So, ich behalte mich nicht für den super krassen UFC-Fighter. Da gibt es bestimmt viele da draußen, die das gerade belächeln. Ich traue mich nur zu. So jemanden wie dich kriege ich auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Bei Jizzes, weiß ich nicht, wäre bestimmt schwer. Der ist groß, der trainiert auch ein bisschen so. Aber du, weißt du, du bist so jemand, du trainierst gar nicht. Verstanden? Deswegen habe ich zwar nicht sportlich oder so. Du bist, die Gerüchte sagen so, du bist extrem drogenabhängig. So, und deswegen habe ich mich auch gewundert so, weißt du? Wie gesagt, ich halte mich nicht für den Stärksten. Aber ich glaube, dich würde ich nochmal, wenn du das wirklich ernst meinst mit Hamburg, ich komme vorbei nach Hamburg, da in eure Ritze oder wie das heißt, ich finde Hamburg sowieso, den Kiez, alles, ist mir super sympathisch, ich mag Hamburg extrem gern. Und wenn du mich dann einlädst, dass ich da in irgendeinen Boxladen komme zu den Profis, ja, bei irgendwelchen Profis können wir dann da uns schlagen und können uns die Köpfe einschlagen, dann lerne ich vielleicht noch was. Oder du lernst was, keine Ahnung, Alter. Ja, deswegen sag Bescheid. Und wie gesagt, stell's bitte nicht so dar, das ist das Wichtigste. Ich probiere sozusagen, dich seit einem Dreivierteljahr zu erreichen. Und ich wollte dir mal die Meinung sagen am Telefon. Und du hast dich versteckt. Ich habe Ronnie Bolt angerufen, dein Manager, ich habe Raff angerufen. Und ich habe auch mit Jizzes vor einem halben Jahr. Also sag nicht, dass der Jizzes mich nicht erreicht. Meine Nummer hat Jizzes. Er kann mich jederzeit anrufen. Ist sowieso der Einzige von euch, der Eier hat. Okay? Pussy, Alter, lügst hier rum den ganzen Tag. Alles Gute, meine Lieben. Jetzt können wir uns wieder auf Musik konzentrieren.